Hier in Las Palmas, am Playa de Las Canteras, ausgezeichnet worden als einer der schönsten Strände. Das Wetter heute jetzt nicht ganz so, aber zumindest 6-7 Grad kühler wie in Maspalomas. Absolut ruhiges Wasser auch hier in der Bucht, dafür ist es ja auch bekannt. Überall Duschen, Möglichkeiten zum Umziehen. Ja, und das ist Hotel Aloe Canteras. Da haben wir schon mal gewohnt. Aloe Canteras. So, stellt euch mal im Halbkreis auf. Hallo, ihr seid jetzt, das passiert ja richtig gut aus. So, wir gehen jetzt eine Runde schwimmen am Strand, oder? Ja, ab. Ja, wer kommt denn da? Conny Canarias. Auch hier in Las Palmas. Was für ein Zufall. So, das ist jetzt Uhrzeit 18.29 Uhr. Vor einer Stunde waren wir noch in Maspalomas. Ja, das klappt alles wunderbar. Und jetzt gehen wir da auf ein Gläschen. Ja, und wer günstig und gut übernachten möchte, auf jeden Fall eine Empfehlung. Der eine wunderschöne Terrasse da oben, eine Dachterrasse. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, die Zimmer, die haben jetzt einen normalen Standard, also ist nichts Besonderes in dem Sinn, aber günstig und auf jeden Fall zu empfehlen. So, und jetzt gehen wir Richtung Markthallen. Es ist ja noch früh am Abend hier. Die meisten Menschen kommen ja erst auf diese Meile dann so in zwei Stunden etwa. Crazy Hot Dogs, 1,90 Euro sehe ich da drüben. Sushi wird hier überall angeboten. So, El Sabor, El Corazón del Cuba. Da vorne. Ja, und es gibt viele Menschen hier, die aus einer anderen Zeit stammen. Hier gibt es Brillen, Lesebrillen, komplett für 59 Euro. So, hier wartet man geduldig, bis man über die Straße kommt, denn hier ist eine Ampel. Da vorne ist die Maritima, die Hauptstraße, und auch das Poema del Mar, das ist nicht weit. Drück mal auf die. Da ist der Knopf. Vielleicht bringt's was. Aber ist schon. Sei doch nicht so ungeduldig. So. Ja, Bilder aus einer vergangenen Zeit. Und wie immer hier die schönsten Blumen. So, und da geht's hinein. Das ist jetzt ein Tagesmarkt, aber am Abend sind dann eben auch noch ein paar Stände offen. Und die suchen wir jetzt eigentlich. Hier zum Beispiel, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind die Köstlichkeiten. Die ersten, die kleinen, die feinen. Das schaut ja alles sehr, sehr gut aus.
auch hier bei einem Wein und bei einem Bier bleiben wir hier. So sieht es hier aus. Das ist jetzt nochmal hier mit Tortillas, Fleisch. Ja, viele Zeitzeugen hier mit schönen Bildern. Ein Wasser kostet einen halben Liter 1,40. Also, das kann man auch ja nichts dagegen sagen. Ne? Hier ist also alles im grünen Bereich. Also wie gesagt, das ist ein Tagesmarkt und das ist jetzt, viele Läden haben zu, aber die Tapas-Bars, die haben noch offen. Da drüben ist auch die Cafeteria vom Markt hier. Und hier sind wir dann auch schon wieder im Außenbereich. Hier ist die ganze Markthalle aufgegliedert, damit man weiß, wo man ist. So, das war der erste Stopp, war gut, war lecker. Aber erst dich hat dich aufgenommen, wenn du den Haus geflogen hast. Ja, habe ich alles. Kann alles gegen dich verwendet werden, Horst. So, ja, wir gehen jetzt hier wieder Richtung Ausgang. Also war gut. Auf die Empfehlungen vom Horst kann man sich verlassen. Er kennt sich ja aus, er ist ja schon. Nimmst du doch gar nicht auf, ja. Sicher nehme ich auf. Kann man nach unten? Naja, du kannst sie halten. Das ist, du kannst halten, wie du willst. So, wo ist unser Bus? Da vorne. Aber über den Zebrastreifen. Kommt, Freunde. Ja, also alles gut organisiert. Das ist das Gebäude Mercado del Puerto. Einfach durchgehen. Wetter passt. Hier ist blauer Himmel. Mehr blau wie in Maspalomas. Ja, und da ist der gelbe Bus, der Stadtbus. Und unser Bus steht dahinter. Hier geht es jetzt raus und ganz klar, hier ist die Altstadt, die, ja, ich sag die Einkaufsstraße. Und wir werden nachher wieder abgeholt, genau hier auf der anderen Straßenseite. Nee. So, hier teilen wir uns ein bisschen auf, denn hier haben wir die Möglichkeit, nach links zu gehen. Da ist das Essen dann später, da ist die Tapas Night, wie man sagt. Aber wir gehen jetzt hier lang. Die Kirche haben wir so oft gesehen. Da waren wir schon mehrere Male und vielleicht später noch ein Abstecher. Das ist ja alles nicht weit. Der große Vorteil ist, hier hat man ja alles zu Fuß erreichbar innerhalb kürzester Distanz und man muss hier gar nicht mit dem Taxi noch rumfahren oder man muss jetzt gar nicht jetzt irgendwie noch öffentliche Verkehrsmittel suchen. Und am besten ist, man kommt hier, wie gesagt, mit dem Bus her. Ja, und hier sind auch viele Gruppen. Hier wird das alles erklärt, welche Gebäude hier sind und hier ist es am schönsten. Außerdem haben wir hier noch eine schöne Dachterrasse.
Ich erinnere mich noch dran, wir saßen 20 Minuten auf der Dachterrasse und wurden nicht bedient. Also ja, hat man immer in Erinnerung. Das ist wie gesagt eines der schönsten Häuser, Cabinete Literario hier in Las Palmas. Und da ist jetzt, ich weiß nicht, ob da ein Empfang ist oder irgendwas, kann ich euch nicht sagen. Also für uns haben die das nicht gemacht. Aber wir werden vielleicht mal einen Blick reinwerfen können. Wir sind nicht neugierig. Aber wir schauen trotzdem gerne. Ja, ich frage ganz einfach. Also Hans, von hier aus dürfen wir schauen. Schön, ne? So, also hier ist das schönste, eines der schönsten Häuser hier. Hier ist aber immer was los, hier ist ein großer Empfang. Leider nicht für uns, aber es sieht richtig gut aus. Ja, schön. Ich mache mal noch mal so einen kleinen Blick hier. Schade, dass wir nicht rein dürfen. Also rein, weiter rein. Aber irgendwann klappt's mal. Die Conny hat schon mal aufgenommen hier drin. Die war schon mal hier drin. Aber es macht nichts. Wir gehen ganz einfach nach außen und setzen uns hier schön hin. Schöne Treppen hier. Ich muss mal fragen, da ist irgendein... Wir hatten noch die alten Fenster und die alte Außenfassade, die renoviert wurde, originalgetreu. Und hier sind die... Ja, hier ist viel Geschichte. Hier müsst ihr mal reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Plaza. Hier vor dem Hotel Madrid. Und hier sitzt man... Wunderschön und ja, mal schauen, ob wir hier auch ein Plätzchen kriegen. Da ist ein großer Tisch und da werde ich doch mal versuchen. Ein großer Tisch. Ist nicht groß, nein. Vier Personen, aber wir kriegen bestimmt ein paar Stühle dazu. Ja, und damit ihr auch wisst, wer hier so rumklappert, das bin nicht ich, nein. Hier seht ihr mal die Geschichte des Café Madrid, Hotel Madrid. Wer hier schon alles genächtigt hat. Und ich kann sie gar nicht aufzählen. Aber vielleicht erkennt ihr ja den einen oder die andere an den Bildern. Tja, Hotel Madrid, hier steht leider kein Datum drauf, Telefon 5205. Das ist ein Numero actual de Telefon. De ese tiempo. ¿Qué tiempo? Yo no sé qué tiempo sería. Con agua corriente y teléfono. Claro, pero imagínate de qué año es el... Tampoco lo pone. Sí. El mapa. Yo no había tenido en cuenta el teléfono.
ja, viel Geschichte hier in diesem ehrenwerten Haus. Ja, und das ist nicht alles, nein, 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 das ist wie ein Museum. Ja, da möchte keiner drin sitzen, ganz klar. Auch viele Zeitungsausschnitte hier über das Bett von Franco. Charlie Chaplin war hier. Und die alten Reklameschilder Bacardi, Coca-Cola. Da hat man auch noch für Zigaretten Werbung gemacht. Und für Olivenöl. Also es ist ein Stück Geschichte, lebendige Geschichte hier. Und wir sind immer wieder gerne hier in diesem Hotel. Und bei Conny Canarias gab es da ja auch schon mal einen großen Bericht drüber. Das heißt, ihr könnt euch das auch ansehen. Ich zeige euch mal den Eingang vom Hotel. Hier geht's hinein, hier ist die Rezeption. Ja, und wir haben das Hotel schon mal ausführlich behandelt. Könnt ihr alles nachsehen. Ja, hier noch die Vorbereitung für diesen Event, was auch immer das sein mag. Oder bauen die da ab? Das schaut mir so aus, als ob die abbauen. Was für ein wunderschöner Abend hier in Las Palmas. Ja, und das ist eines der schmalsten Häuser hier. Das ist nur eine Fassade, die man von der Seite hier sieht. Hier waren normalerweise die ganzen Fahrräder. Ja, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ah, das Haus wird jetzt hier hinten breiter. Und hausgemachtes Eis, 100% Natur. Ja, und bei uns geht es dann auch noch ein bisschen weiter. Ja, und hier geht es jetzt direkt in die Fußgängerzone. Und das ist das Abendleben, Nachtleben kann man nicht sagen von Las Palmas. Aber das ist das Stadtleben am Abend, sagen wir so. Hier sitzt man draußen, trinkt ein Bierchen, Wein. So, die Fußgängerampel ist rechts und da gehen wir dann auch hinüber. Und dieses gelbe Gebäude dahinter, da wollen wir dann hin. Ja, also am besten ist es, wenn man einmal übernachtet in Las Palmas, das heißt am Donnerstag hierher fährt,
bisschen shoppen, Nachmittag, dann abends zum Tapas essen, übernachten und dann geht man am nächsten Tag nochmal einkaufen oder ins Aquarium und dann fährt man wieder nach Hause. Also steht ganz fest wieder auf dem Plan. So, jetzt dürfen wir. So, und da runter gehen wir jetzt und da hinten, da müsste dann auch das Tapasleben stattfinden. Das verschiebt sich ja auch immer ein bisschen oder die einen ein bisschen früher, die anderen ein bisschen später. Es gibt Lokale, die machen ja erst um 20 Uhr auf. Also die haben erst vor 10 Minuten aufgemacht. Subaru lässt grüßen. Wie, hast du schon wieder Hunger? So, ja, auch da ist es Nähe des Columbus-Haus. Hier ist alles ganz nah beieinander. Man hat hier keine weiten Wege. Und wir gehen jetzt hier mal links. Hier müsste eigentlich das Lokal sein. Jo, das ist jetzt so die Altstadt. Der Beginn der Altstadt hier, Vegueta. Und dann haben wir es doch richtig. Ja, du Grüße. So, hier sind wir richtig. Und hier gibt es die Feinheiten. Es fängt schon an hier. Und wie schön die Sachen zurechtgemacht sind. Jeder kann sich jetzt ein Tablett mit rausnehmen. Ganz einfach. In die Hand nehmen und... Ja, schaut gut aus. So, sieht auch richtig gut aus hier. So. Hier. Schauen wir mal. Gucken wir mal, wir fragen doch mal. Ja. Oh nee. Erstmal fragen, wo man uns hinsetzt. Die warten alle, ja. Keiner weiß was, wo. Ja, und es funktioniert hier folgendermaßen. Entweder man setzt sich hier an den Tisch, bekommt eine Speisekarte und bestellt dann nach Speisekarte. Oder man geht hier an den Tresen, geht dann hier rein und da hat man dann eine Möglichkeit, sein Essen mitzunehmen. Das zahlt man dann auch gleich hier und dann gibt es für 1 Euro mehr ein Gläschen Wein oder eben dann auch ein Bier. Hier muss man selbstverständlich anstehen, das ist Selbstservice. Und dann sucht man sich ein freies Plättchen, meistens hier am Tresen oder hier vorne im Lokal links. Wir sitzen jetzt ein bisschen weiter hinten, man zahlt dann und dann nimmt man seinen Teller mit. Und hier stehen die Menschen dann und warten eben. So, und das sind die Möglichkeiten hier zu essen. Und ja, außen sitzen, wenn Platz ist. Und wir sind hier ganz in der Nähe vom Columbus-Haus bzw. von der Santa Ana-Kathedrale. Und es ist wunderschönes Wetter. Und es lohnt sich auf jeden Fall der Abstecher nach Las Palmas. Salat, was ist denn das? Ein Hühnersalat. Ein knuspriger Hühnersalat, genau. Oder Salat. Schaut schon mal gut aus, aber das kann nicht alles sein für 8 Leute, oder? Nein.
Nein. Aber Moment, wir haben was zu trinken. Moment, die Teller sind hier. So, jetzt kommt. Salpicón. Das ist lecker. Da ist der Ziegensalat. So, und die anderen kriegen heute nichts, Hans. Hans, wir müssen noch Bier trinken. Prost, wir haben ein Bier. Drei Bier ist auch ein Schnitzel. Hast du heute eine super Party auf jeden Fall. Papas Bravas. Hier ist das Steak auf dem heißen Stein, auf der heißen Platte. Der Hans sagt schon mal gar nichts. Habe ich noch lecker gekostet. Ah, jetzt wird hier angeschnitten. Dann hoffen wir mal, dass es mundet. Gut. Salpicón schmeckt sehr, sehr gut.